Herzlich willkommen auf Multikulischen Übersäule Laser und hier ist Part 2. Wir machen heute mit Bag C weiter. Ich habe im letzten Part gesagt, hier Bag A haben wir fertig, aber das ist ja Bag A und Bag D. Jetzt kommt Bag C. Ja, das ist eine Riesentüte. Da muss ich gucken, dass ich mir das richtig einteile von der Zeit her. Das Video wird im Anschluss aufgenommen an den Part 1, das heißt, ich weiß immer noch nicht, was ihr geschrieben habt. Aber im Part 3 wird das so sein, weil danach mache ich hier nämlich Ende, weil dann ist meine Zeit auch schon wieder zu Ende, die ich habe. Dann muss ich wieder aufhören. Ja, okay, ich weiß gar nicht, mussten wir beim Torch auch die Differentiale zusammenbauen? So viel ich in Erinnerung hatte, waren die schon fertig zusammengebaut, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Musste ich die zusammenbauen oder waren die schon zusammengebaut? Ja, ich weiß auch, wofür jetzt dieses Tabakpapier da ist. Das ist natürlich, um das Ganze trocken zu halten. Hier ist eine Dichtung drin. Hier sind die ganzen Sachen drin. Es sieht wirklich ein bisschen besser aus als beim Torch, muss ich sagen. Auch die Stifte sehen besser aus. Das sieht... Ey, das ist der Hammer, ne? Diese Stifte hier sehen so perfekt aus. Das sind die aus der Competition-Version, ey. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Dass die da so einen Unterschied machen, so einen Klassenunterschied bei Team C, ist es heftig. Hier, guckt euch die Spider an. Seht ihr das? Da ist nichts dran rumgeschliffen, dran rumgebohrt. Die sind perfekt ausgefräst. Und beim Torch, ach ja, dann waren die ja doch, oder waren die nicht zusammen? Dann weiß ich jetzt gerade nicht. Aber dann waren die ja beim Torch ja wohl auch nicht zusammen, weil ich weiß noch ganz genau, dass beim Torch die Dinger nicht so aussahen. Die waren richtig scheiße. Ja, und hier haben wir auch schon die Competition, die zweite Competition, die als Gewichtsoptimierung dienen sollen. Die sind hier nämlich auch schon mit drin. Richtig geil. Musste ich ja beim Torch auch teuer nachkaufen. Ja, krass. Was für ein Unterschied. Werde ich dann auf jeden Fall nochmal für den Torch mir die ordentlichen Dinger hier holen. Weil das macht wirklich einen besseren Eindruck. Die sehen viel besser aus, ey. Das ist so krass. Passen auch wie geschmiert zusammen, ey. Das ist so ein krasser Shit, ey. Dass die da so einen krassen Unterschied machen. Ja, ich werde gleich beide Differentiale zusammenbauen in einem Durchgang. Weil die sagen hier zwar nur eins, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann mache ich natürlich gleich beide. So, sie haben hier 10.000er Silikonöl und 5.000er. Ja, sorry, ich muss mal kurz die Karte wechseln. Und zwar haben wir hier Silikonöl. Und zwar einmal 10.000er für vorne und 5.000er für hinten. Ja, werden wir so machen. Finde ich ja eine geile Nummer. Dass es 10.000er gleich vorne alles dicht machen soll. Ey, wie gesagt, das sieht wirklich richtig geil aus. Also das muss ich einfach sagen. Ey, das sieht hier richtig qualitätsmäßig gut aus. Da muss ich aufpassen, dass ich die nicht verwechsel. Das sieht wirklich, wirklich richtig krass gut verarbeitet alles aus. Habe ich nichts dran auszusetzen. Beim Torch war das so, aber hier überhaupt nicht. Hier ist das eher, wow, was für ein Klassenunterschied. Also auf der einen Seite finde ich das schon echt scheiße, muss ich ja echt mal sagen. Auf der anderen Seite sieht man mal, ja gut, ich habe jetzt für das Z nicht viel bezahlt. Ey, das ist einfach... Komme ich gerade nicht drauf klar, müsst ihr mich irgendwie verstehen. Ich finde das heftig, diesen Unterschied gerade. Finde ich gerade ein bisschen hart, den ich hier gerade feststellen muss. So, wir brauchen hier eh alles, also können wir auch hier schon mal alles ausschneiden. Das ist alles fürs Differential. Ey, überall diese Tüten, ne? Ist der Wahnsinn, ey. Boah, krasse Scheiße. Hier sind die Dichtungen drin. Bei den Dichtungen ein bisschen aufpassen. Das sind Papierdichtungen, so wie es aussieht. Kugellager. Ich habe auch extra meine Matte sauber gemacht hierfür. So. Die Kugellager sehen auch besser aus als beim Torch. Aber könnte ich mich jetzt auch gerade irren. So. Passen wie angegossen. Nicht loben. So. Der rein. Gibt es da Unterschiede? Nein. Hier ist sogar eine Nut drin, ne? Für den Gummiring. Was keinen Sinn macht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob es doch Unterschiede gibt. Nope, sind alle gleich. So.
Ja, eigentlich macht man hier schon mal so einen Tropfen Silikonöl drauf. Das machen wir jetzt auch mal kurz eben. Dann flutscht das alles ein bisschen besser. Die Flaschen sind nicht ganz dicht. Das soll echt Zehntausender sein. So. Ich habe letztens mir auch so einen Aufbau, also schon ein bisschen länger her, auch so ein Aufbauvideo angeguckt. Da haben die tatsächlich den Tegel beim Füllen des Differential verloren. Da muss ich schon echt lachen. Mir würde sowas niemals passieren, ey. Nee, nee. So. Gummiring. Da ist ein bisschen, nee, da ist nichts drin, ne? Ich mach das mal. Ein ganz kleines bisschen nur als Schmierhilfe. So. Damit das nicht trocken zusammengebaut wird. Zack. So, jetzt kommt da der kleine Gummiring rein. Das ist wieder so eine schöne Fummelarbeit. Dafür habe ich hier meine Pinzette. Oder was davon übrig ist. So. Dann kommt dieser Gummiring jetzt hier schön mit Silikonöl getränkt da rein. Dann kommt hier so ein großer Ring rein. Ja, mit Handschuhen ist das richtig geil. Oh, Leute. Macht mich hier jetzt nicht kirre. So. Ring da rein. Komm rüber da. Ihr könnt gerade nichts sehen. Also, Gummiring zuerst, dann diese Scheibe. Große. Dann etwas nehmen, um das ein bisschen runter zu drücken. So. Und dann kommt diese kleine Stift. Dieser kleine Stift. Genau, bei Team C war das ja nicht so. Das passte so da rein. Dann nehmt ihr diesen kleinen Stift hier mit der Zange oder so. Und dann sucht ihr da die Öffnung. Und müsst ihr ihn da jetzt so durchquetschen. Das Ganze geht aber nur, wenn das da schön runtergepresst ist. So. Das ist jetzt der Fall. Und. Na, komm schon. Willst du nicht, oder was? Ja, geh doch durch da. So. Alter, das geht aber. Okay. Geht ein bisschen schwer. Geht echt ein bisschen rau, das Ganze hier. Da dürfen wir uns nachher nicht beeinflussen lassen vom Drehen selber her, wenn wir das dann zugeschraubt haben. Nicht, dass wir denken, dass das innen drin ist. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Also hier, okay, jetzt geht's leicht, jetzt wird's leichter, okay. Musste sich wohl mal alles ein bisschen anpassen. Der Gummiring, das Silikonöl. Da innen drin. So. Jetzt gebe ich hier drauf auch noch einen Tropfen Silikonöl. Wie gesagt, das Ganze soll nicht trocken laufen am Anfang. Deswegen mache ich den ganzen Schissemissel. Dann kommt hier eine Platte rein. So. Und dann läuft die ganze Soße nicht trocken am Anfang. So, das Ganze machen wir hier auf der Seite auch. Dann halt eben mit dem anderen, mit dem 5000er. Da muss ich dann gut durcheinander, gut aufpassen, dass ich das nicht durcheinander kriege. Ja, das ist hier irgendwie. Was ist denn das? Was wären das hier irgendwie, die hakt irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht. Naja. Ich bin nur am Meckern wieder, ne? Nur am Meckern, Junge. Aber warum soll ich was verheimlichen, ey, wenn ich was merke? Ne? Ich rede hier nicht schön. Kostet ja Geld, ne? Weil alles, was Geld kostet, macht man keine Späße, finde ich. So. Da auch wieder ein bisschen was rein. Damit der Ring nicht trocken läuft. So. Dann kommt er da runtergedrückt. Ich zeige euch das gleich mal kurz, damit ihr das auch mal seht. Weil ihr seht ja eigentlich nicht so viel. Den roten Ring. Da jetzt so reinquetschen, ne? Und jetzt hier mit so einer breiten Scheibe, zack, da drauf, da ist genug noch und dann das Ganze ein bisschen runterdrücken mit der Zange, dass dieser Ring da reingeht. So, dann so eine kleine Stange. Ich liebe Differenziale zusammenbauen. Nicht, habe ich gerade gesagt, ich liebe Differenziale zusammenbauen? Ja, nee, ist klar. Ist klar. Nee, ernsthaft, ich liebe es. Das ist mein Traumberuf. Nein. Alter! Kollege, mach mich jetzt hier nicht wütend.
Du willst nicht wissen, wie ich wütend bin. Jetzt geh doch da durch. Wo ist denn dein Problem? Wieso will er denn da jetzt nicht rein, dieser blöde Stift? So. Ach so, weil er da nicht durchkommt. So, jetzt haben wir den auch drinne. Und hier ist auch wieder so schwergängig. Ich drehe mal ein bisschen. Was ist denn das? Wieso ist denn das so schwergängig? Alter Schwede. Das ist irgendwie ganz komisch schwergängig. Dabei habe ich schön hier mit Silikonöl, habt ihr ja gerade eben selber gesehen, benetze ich ja hier alles schön. Damit das hier halt eben nicht so rau ist, alles. Aber es ist trotzdem. Naja. Ich liebe jeder Zusammenbau ist was Neues, ey. Das ist, man kann nicht sagen, immer das Gleiche ist, immer was Neues. So, jetzt haben wir hier das, das und das, das. Dürfen wir nicht verwechseln. So, lasse ich mal die Kappen offen. Kommt ihr eh gleich zum Befüllen. So, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Die Dichtung, die Decke hier können wir auch schon mal fertig machen. Da ist ja das gleiche Spiel. Kugellager. Passt definitiv besser als beim Torch mit den Kugellagern. Beim Torch hatte ich so ein bisschen Probleme, aber hier überhaupt nicht. Oh, hier laufen die richtig gut drinne. Okay. Ja. Hier laufen die richtig geil drinne. Puh. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich werde hier trotzdem Silikonöl benutzen, damit das hier, wie gesagt, auch nicht trocken läuft, egal ob es leichtgängig geht oder nicht. So, nur ganz wenig. So. Dann Gummi. Kommst du her? Achso, Silikone. Ja, und sonst so bei euch. Alles fit? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht. Mir geht es momentan trotz Stress eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Läuft. Gefällt mir alles ganz gut. So momentan läuft alles wirklich sehr gut. Bin sehr zufrieden. Und ja, ist einfach alles ganz in Ordnung momentan. Ich opfer meine letzte Freizeit oder meine letzten Minuten oder ja, wie soll ich sagen, ich opfer meine ganze Freizeit für mein Hobby. Meine Frau macht da zum Glück mit. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist es einfach nicht. Ne? Also wenn ihr glaubt, so, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dann habt ihr euch da ein bisschen geschnitten. Da werdet ihr euch auch noch wundern später. Ne? Das geht jetzt an die jüngeren Zuschauer da draußen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen bin ich da ganz glücklich drüber. Da müsst ihr auch echt aufpassen, dass ihr jemanden habt, der da auch Verständnis für hat. Und das habe ich zum Glück. Oder da habe ich jemanden, der das zum Glück für mich hat. Weil, ja, gehen wir da nicht drauf weiter ein. was noch? Ich muss die Autos, ja, ich weiß, ich muss unbedingt die Autos noch fertig machen. Für eBay. Wieder, ich verkaufe ja auch nicht alle. Und die ich verkaufe, die mache ich wieder fit. Das hatte ich, glaube ich, schon im ersten Teil gesagt. Ja, ansonsten fehlen mir so ein bisschen Gesprächsthemen gerade. Ihr könnt ja mal unter das Video hier schreiben, über was wir gerne quatschen wollen. Weil nach dem Part hier mache ich nicht mehr weiter. Dann für Part 3 werde ich ein bisschen warten auf eure Kommentare. Und dann können wir ja ein bisschen quatschen, wenn ihr Lust habt da drauf. Dann kann ich mal ein bisschen auf eure Sachen da eingehen, die ihr mir vielleicht schreiben wollt. Weil, wie gesagt, aus dem ersten Part habe ich jetzt überhaupt nichts mitgenommen. Der ist ja schon hier mit dem drinne. So. Und bitte, da draußen, bitte nicht schreiben, ich habe was vergessen. Ich hasse immer sowas zu lesen, ey. Laser, du hast das vergessen. Ho, 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 ho. Jetzt musst du das auch mal auseinanderschrauben. Ich so, nein. Und ihr so, ja. Yeah. Und ich so, nein. So, dann können wir hier auch gleich schon mal den Deckel reinmachen. Auch wieder ein bisschen Silikonöl. Deckel oben drauf. Flatschi, flatschi. Ein bisschen eindrehen das Ganze. Oh, die Deckel laufen wirklich super geil, ey. Die Deckel laufen wirklich richtig geil. Muss ich sagen. Also das ist was ganz anderes als der Torch.
Diese Geschichte hier ist was ganz anderes als der Torch. Das lässt sich hier viel, viel, viel sanfter, viel geiler zusammenbauen. Wenn ich beim Torch die zusammenbauen musste, ich weiß es nämlich gerade echt nicht mehr. Die Kreuze sehen Hammer aus. Allein schon die Kanten, wie die geschliffen sind, ey, Wahnsinn. So. Der kommt nach unten. Das ist mir auch schon beim Torch immer aufgefallen. Komm schon. Oh, mit Handschuhe, ey. Das ist. Viele sagen auch mal, wieso ziehst du denn Handschuhe an? Ja. Wieso haben Chemiker Masken auf? Fragt ihr das? Wieso Chemiker Masken aufhaben? Oder weiß ich nicht, ey. Keine Ahnung, mit was ich das noch vergleichen soll. Oder wieso haben die im Kernreaktor Sicherheitsanzüge an? Fragt ihr das auch andauernd? Wollte ich mal ranhängen so, ne? Es gibt schon einen Grund, warum ich meine Handschuhe trage. Und immer diese Fragen, wieso trägst du Handschuhe? Ja, wieso ist die Sonne gelb? Ist jetzt nicht schlimm, stört mich nicht. Ich beantworte das auch mittlerweile echt nicht mehr. Aber ich finde es auch immer wieder lustig, diese Neugier von manchen Leuten, ey. Dass sie es einfach nicht hinnehmen können, dass es so ist, sondern dass alles, was ein bisschen anders ist, alles gleich in Frage gestellt werden muss, ne? Das finde ich immer ganz lustig. Aber das ist mir aufgefallen, das ist nur bei der heutigen Jugend so. Damals war das nicht so. Damals hat man nicht so. Also ganz ehrlich, ich muss mal ein bisschen was aus meiner Kindheit erzählen. Damals war das überhaupt nicht so, dass man so dämliche Fragen gestellt hat. Oder damals war das auch nicht so, dass man so frech zu anderen Leuten war. Heutzutage ist das so dermaßen heftig, dass ja, dass die gar keinen Respekt mehr haben, Alter. Wenn ich das in meiner Kindheit, wenn ich so geredet hätte, wie das die heutige Jugend macht. Oh, Leute, ey, ihr wüsstet gar nicht, wie oft ihr in die Fresse kriegen oder kriegen würdet. Also was heißt in die Fresse? Das ist einfach, damals war ein anderer Ton, ey. Ne? Heute ist das so, die Jugend da draußen, die ist so kotzfrech, wo ich mir denke, so, oh. Alter, du hast gar keinen Plan, ey. Leb erstmal, ne? Denn diese ganzen kleinen, etwas jüngeren Leute da draußen, ey, die haben immer so viel Ahnung, ey. Weil sie sind 7, 8, 10 Jahre alt und haben Ahnung oder denken, sie haben Ahnung. Die haben noch keine Ahnung, ey. Null, ne? Ahnung baut sich im Laufe der Jahre auf und nicht mit 7, 8 Jahren, ey, ne? Ihr könnt was wissen, ja. Ihr wisst vielleicht was. Ihr wisst vielleicht, wie ein An- und Ausschalter funktioniert. Oder ihr wisst, wie eine Batterie aufgeladen wird. Aber ihr habt auch keine Ahnung darüber. Ne? Könnt ihr mir nicht erzählen, ey. Ja. Wollte ich mal kurz loswerden. Brennt mir gerade irgendwie typisch auf der Seele. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke. Klar, ich war auch nicht anders. Also, ich war in dem Sinne nicht anders, dass ich dachte, ich wüsste immer alles. Aber das ist so nicht gewesen. Ne? Ich wurde auch immer eines Besseren belehrt. Ne? Ja. So, was hier. Ach so, shit. Da ist mir die Unterlegscheibe da rausgerutscht. Ne? Aber frech. Ich war nie frech zu anderen Leuten. Ne? Ich hatte immer Respekt. Das merkt man heutzutage, dass die Leute einfach heutzutage null Respekt haben. Ne? Das ist einfach richtig krass, ey. Man sieht das im Internet. Man sieht das aber nicht nur im Internet, man sieht das auch also auf den öffentlichen Straßen, in der U-Bahn, S-Bahn etc., wie die Jugend heute einfach abgeht. Die enraged einfach nur. Ey, das ist einfach super krass. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das die Schraubenwander fahren sie. Ja, jetzt hören wir hier mal die Differenzial. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ey, ich zoome euch mal da kurz ran, damit ihr ein bisschen mehr seht. Oh, er hat es ja vollgebracht, ne? So. Ja, wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Das soll Zehntausender sein. Fühlt sich gar nicht an wie Zehntausender. Ist voll flüssig. Das ist mir mal aufgefallen, wie respektlos die sind, wie frech. Das weiß ich nicht. Kenne ich so gar nicht aus meiner Kindheit, ey. Sollte mal jemand mir gegenüber so das Maul aufreißen, ziehe ich gleich eine Schelle, ey. Habe ich überhaupt gar keinen. Habe ich vom Alter habe ich keinen Respekt, ey. Ne? Gib's gleich eine Schelle ins Gesicht, ey. Also ich ändere deinen Ton gegenüber mir. Ja, da bin ich noch aus der alten Schule. Das geht gar nicht, ey. Wenn jemand so respektlos mir gegenüber das Maul aufreißt, dann gibt's gleich ein paar auf die Löffel, ey. So.
Jetzt weiß ich nicht, wann ist voll voll, ey. Ich lasse das mal ein bisschen sacken hier. Kümmern wir uns um die andere Seite. Aber läuft sehr gut, ey. Schönes Silikonöl, finde ich. Diesmal scheint auch der Deckel nicht abzuplopsen. Ah, doch, das war doch auch beim Torch, ne? Musste ich auch selber zusammenbauen, richtig. Fällt mir gerade ein, weil mir ist das ja. Also mir ist da nichts passiert, wie gesagt. Das war nur in diesem einen Video, was ich geguckt habe. So. Ja, keine Ahnung, das ist immer beim Differential, ist immer so schwierig einzuschätzen. Man ist voll voll. Keine Ahnung. Ist jetzt schon voll? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal kurz. Ich sehe nichts. So. Oh. Alter Schwede. Okay, vorne ist schon deftig gesperrt. Also das ist schon echt krass. Gucken wir uns hinten mal an. Ja. Ist auch schon gut. Ja, ist aber leichter. Ey, das fühlt sich viel, viel, viel besser an als beim Torch, ey. Ja, ich lasse die so. Das fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich fülle die, ich mache die nicht voller. Das fühlt sich wirklich echt extrem gut an, so. Habe ich wohl richtig gut geschätzt gerade. Ehrlich, das fühlt sich wirklich beides sehr gut an. Die lasse ich auch mal so. So, oh, sogar noch einiges übrig. Kaum was verschwendet. Echt krass. So. Akkuschrauber. Und dann wird das Ganze jetzt hier festgeschraubt. Mit vier Schrauben. Ja, beim Torch kam das ja erst beim Zusammenschrauben, diese Probleme. Da bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Ich muss mir da auch noch mal kurz das Torch-Video angucken mit den Differenzern, ob wir hier wirklich andere Kugellager hatten. Aber ich bin mir, glaube ich, sicher, dass wir hier andere Kugellager hatten beim Torch. Und wenn ja, finde ich das schon wieder krass, ey. Dann ist das ja schon wieder. Was ist denn das hier? Wieso geht denn der da nicht so weit rein? Achso. Wahnsinn. Meine ganzen Finger sind so glitschig, ey. Mir rutscht gerade hier alles aus der Hand, ey. Ist echt der Wahnsinn. Die Schraube da nicht draus sitzen will, ey. Wahnsinn. Ich werde jetzt kurz bei der Hand festziehen, ey. Alter, was ist denn jetzt hier los? Will er mich gerade natzen? Wahnsinn. So. Mal kurz mit der Hand anziehen, die Schrauben. Fühle ich mich aber jetzt gerade leicht verarscht. Aber die Differentialen fühlen sich wirklich schon deutlich besser an, muss ich sagen. Also ehrlich, die machen auch einen besseren Eindruck irgendwie. Das ist. Vielleicht ist das auch Einbildung, keine Ahnung. Aber sie sehen wirklich besser aus. Die Spider-Halter da, diese Stangen für die Zahnräder, die sind definitiv viel, viel, viel besser gearbeitet. Da brauche ich nicht mal nachgucken, das weiß ich noch. Das war ja das Grauen. So. Über Kopf. Und dieser Adapter, ne? Dass das hier nicht magnetisch ist, ey. Hallo? Verhakt? Hat er sich verhakt, süß. Was ist denn hier jetzt los? So. Das Ganze ziehe ich jetzt mal mit der Hand fest. Schön über Kreuz. Zack, da ist es passiert. Ihr habt es gehört. Das war's mit dem Schraubenzieher, so wie es aussieht. Ja, der ist hinne. Ja, live im Video. Ihr habt gesehen, ich habe nur angezogen, mehr nicht. Live im Video hat er sich gerade verabschiedet. Der ist Schrott. Der Turnigy, 2 mm ist das hier. 2 mm ist hinne. Kann weggeschmissen werden. Das war's. Ja, zum Glück habe ich hier noch einen von dem. Das heißt, ich werde mal kurz hier. Wo ist denn der? Oh nein, das war. Oh nee, das war das nicht. Scheiße. Jetzt muss ich mal hin und her. Das ist doch kacke.
Oh, dass der jetzt kaputt gehen musste, ey. Wahnsinn. Ich guck mal kurz, ob ich das Konrad-Set noch habe. Tatsächlich, ich habe hier noch das Konrad-Set. Ja, ärgerlich. Dass der jetzt hinne ist, ist wirklich ärgerlich. Aber der ist unbrauchbar. Mal gucken. Ja. Das Release-Set, das Titan hier oder wie das heißt, das greift noch ganz gut. Und ich kann die Schrauben auch noch normal anziehen. Der ist hinne. Das ist echt ärgerlich, dass der jetzt Schrott ist. Der ist richtig. Ich muss euch das mal zeigen. Der ist richtig im Arsch. Guckt es euch an. Da seht ihr das. Der ist richtig abgenudelt. Viel zu weich, das Material. Und ich habe damit wirklich nur den Torch zusammengebaut und jetzt hier das. Und zwischendurch mal ein bisschen. Aber ihr seht ja, wie ich mein Werkzeug benutze. Und ich benutze das eigentlich ganz normal. Also jetzt, ich gehe da nicht zum Hebeln oder so damit hin. Also das ist wirklich schade. Ja, 2 mm ist hin. Schade, schade, schade. So, das Differential fühlt sich auch nach dem Festschrauben richtig geil an. Also hier das 5000er, richtig gut. Ist jetzt auch nicht durch Zusammenschrauben irgendwie schwerer geworden, sondern fühlte sich von Anfang an schon sehr gut an. Wirklich sehr geil. Das muss ich gleich mal markieren. Und wisst ihr, wie ich das markiere? Ich zeige euch. Ich packe das hier in die Tüte. Und packe das Silikon jetzt. Nein, hat er jetzt nicht gesagt. So. Ja, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Schade um das Turnigy-Set. Aber ich wollte sowieso neue testen, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich werde jetzt mal. Also die Griffe sind ja in Ordnung. Das Tolle ist, man kann ja hier einfach. Das gehört jetzt hier echt nicht ins Video, aber ist egal. Kann man hier lockern. Kann man hier rausschrauben. Stange raus. Leider kann man auch über Hobby King diese Stange nicht nachkaufen. Das ist auch schon wieder so. Wieso bieten sie es dann so an? Ne? Aber ja, Stange weg. Kommt im Müll. Und den Schaft hier, den muss man ja nicht wegschmeißen. Da kann man sich jetzt einfach von hochwertigeren Herstellern welche holen und die hier reinmachen. Das werde ich auch tun. Da hatte ich nämlich letztens ein Gespräch drüber. Und das werde ich hier an der Stelle auch mal machen. Ja, weiter geht's mit Testen. Krass. Also das Set hier ist viel, viel, viel besser und ist billiger. Also das kann ich echt nur empfehlen. Das ist wirklich extrem günstig. 3, 4 Euro bezahlt ihr hier und kriegt so geile Dinger. Ne? Hier, das ist der Zweier, der hier ist. Und der ist noch nicht angenudelt. Ne? Und mit denen habe ich auch, wie ihr seht, auch viel gemacht. Aber seht ihr die Ecken, die sind noch schön scharf. Ne? Ja, überhaupt gar kein Vergleich. Und das andere Set hier, das längere, das ist teurer. Witzig. Echt, echt witzig. Nur, dass ich nicht lachen kann. Naja, ich reg mich da jetzt auch nicht auf. Wie gesagt, 4 Euro, das ist sehr lächerlich. Ne? Das hat mich bei denen hier schon ein bisschen krasser gestört, dass der 1,5er einfach abgebrochen ist. Aber das kann auch sein, dass da einfach zu viel krasser Kraftaufwand war. Aber wenn das so fest ist, ey, dann müssen die das eigentlich auch lockern. Aber sonst ist das Set hier eigentlich auch ganz gut von Wheelie. Hier sind die Spitzen auch noch schön scharf. Ja, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ist eigentlich auch ganz gut. Aber nur durch Testen wird man schlau, ne? So war das doch. Ja, und ihr seid live dabei, ne? Ihr seht ja, ich mache hier keinen Fusch, ich vertusche hier nicht. Oh, wenn mir der jetzt kaputt. Das wäre richtig scheiße, wenn mir der jetzt kaputt gehen würde. Dann müsste ich das ganze Auto mit der Hand aufbauen. Ja, wenn denn irgendwann kein Partner folgt, wisst ihr ja Bescheid, ne? Dann ist der hier kaputt, ey. Dann gibt es keine Parts mehr. So, der geht. Also zum Glück habe ich da noch so ein, habe ich hier noch das Release-Set, weil sonst müsste ich den immer in den einspannen und das wäre einfach zu viel hin und her, ey. Das würde mich voll abnerven. So. Aber zum Glück haben wir das Release-Set noch und ja, absolut geil, ey. Diese Differentiale sind ja wohl der absolute Hit. Wahnsinn, ey, wie feinfühlig, ey, das läuft so butterweich, ey. Krass, richtig geil, Leute, ey. Ohne Witz, ich bin schon wieder krass beeindruckt, wie geil die laufen. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, das glaubt ihr gar nicht, ne? Aber wenn ihr die Torch-Dinger zusammengebaut habt, ey, dann glaubt ihr echt, ihr habt da Scheiße erwischt. Und wenn ihr das hier zusammenschraubt, dann denkt ihr echt, ihr habt hier die Königsklasse erwischt, ey. Also Unterschied wie Tag und Nacht, ey, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das war's mit Back C. Das hier
ist das Middle Diff. Das wird als nächstes kommen. Im nächsten Part. Ich zoome mal wieder raus. Ja, das war's mit Part 2. Part 3 werde ich jetzt nicht machen, wobei ich eigentlich noch Lust hätte, jetzt hier weiterzumachen. Aber ich werde das jetzt aufhören. Das heißt, ich werde jetzt hier einpacken. Zack. Zack, da seht ihr es. Differenziale zusammengebaut. Hier haben wir Bag C. Dann packen wir das alles wieder bei Bag C rein. So mache ich das immer, ne, wenn ich was zusammenbaue. So, und dann brauchen wir noch eine kleine Tüte hier für diese zwei Schräublein. Da packe ich dann dieses komische Tuch, was dafür verhindern soll, dass es nicht rostet, da rein. Und zack, fertig. Und das Ganze, ja, mit diesen zwei Plastikdingen. So, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit Part 3. Hoffentlich auch mit euren Kommentaren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr schön fleißig schreiben. Und wir quatschen dann im nächsten Video. Ja, wie gesagt, die anderen Turnagies, kurz mal ein Statement dazu, sind eigentlich noch ganz in Ordnung. Hier der 1,5er ist noch okay. Der hier, der 3er, der ist sowieso immer tiptop in Ordnung. Den benutzt man so selten. Der sieht aus wie neu. Eigentlich ist der albern. Fast. Ja, und hier der 2,5er, der sieht auch noch tiptop in Ordnung. Das benutze ich aber auch eher selten. Da habe ich die wohl eher krasser benutzt. Ja. Aber wie gesagt, hier der 2er, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Oh, da hat einfach die Kamera aufgehört. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, mit den Schraubendrehern. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Wie gesagt, schade, dass der jetzt kaputt ist, aber was soll's. So ist das, ne? Wenn man damit arbeitet, nutzt irgendwann ab. Ja, aber hat jetzt nicht so lange gehalten, muss ich dazu sagen. Ja gut, das war's zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Part 2. Und wir sehen uns dann in Part 3. Ich bin's, euer Laser. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.